Der kleine Finger sagt, es ist Zeit für Rock'n'Roll. 27 Banden und jedes Mal brauchen sie nur 90 Sekunden. Die Jungs sind Profis, absolute Profis. Du willst also die Bankräuber hopp nehmen und dabei ein großer Held werden, ne? Das will ich, genau. Dann hör gut zu. Die Ex-Präsidenten sind alle Surfer. Das ist eine in sich geschlossene Gruppe. Du musst surfen lernen, lernen, wie sie denken, und du musst ihre Sprache verstehen. Surfer, dein richtiges Leben beginnt jetzt. Wenn du alles haben willst, musst du auch bereit sein, dafür alles zu geben. Wir haben einen Monat, mehr nicht. Dann verschwinden sie bis zum nächsten Jahr. FBI, keine Bewegung! Warum soll man Gesetze befolgen, wenn man Gesetze machen kann? Ich bin ein FBI-Agent und kein Gangster. Hey Freunde, Eddie hier von Filmbuzzer. Im Zuge der Best of Cinema-Reihe kehrt ein Klassiker zurück in die Kinos. Gefährliche Brandung, Point Break. Der Film startet am 6. August 2024 erneut in den Kinos und bietet uns die Gelegenheit, diesen Action-Thriller aus den 90er Jahren wieder zu erleben. Inszeniert von Catherine Bigelow und mit Stars wie Patrick Swayze und Keanu Reeves ist dieser Film ein Paradebeispiel für adrenalingeladenes Kino. Point Break folgt dem jungen FBI-Agenten Johnny Utah, gespielt von Keanu Reeves, der in die Surfer-Szene von Los Angeles eingeschleust wird, um eine Serie von Banküberfällen aufzuklären. Schnell freundet er sich mit Bodhi, gespielt von Patrick Swayze, an, dem charismatischen Anführer der Surfer-Clique, die im Verdacht steht, hinter den Überfällen zu stecken. Der Film zeichnet Utahs inneren Konflikt nach, als er sich immer mehr mit dem Lebensstil und der Philosophie der Gruppe identifiziert. Dieser Gewissenskonflikt bildet das Herzstück des Films und verleiht ihm eine tiefere emotionale Ebene, die über die reine Action hinausgeht. Catherine Bigelow, die für ihre spannungsgeladenen und visuell beeindruckenden Filme bekannt ist, liefert mit Point Break eine meisterhafte Regiearbeit ab. Sie fängt die wilden, ungezähmten Wellen und die intensiven, oft philosophischen Gespräche der Charaktere in perfekt komponierten Bildern ein. Bigelow schafft es, die physische und emotionale Anziehungskraft des Surfens und der damit verbundenen Freiheit und Rebellion eindrucksvoll darzustellen. Keanu Reeves als Johnny Utah zeigt eine beeindruckende Leistung, indem er die Transformation von einem strengen, gesetzestreuen FBI-Agenten zu einem von der Freiheit des Surfens faszinierten Individuum glaubhaft verkörpert. Patrick Swayze glänzt als Bodhi, der sowohl als spiritueller Führer als auch als gefährlicher Krimineller auftritt. Die Chemie zwischen Reeves und Swayze ist ein Highlight des Films und trägt maßgeblich zur Spannung und Emotionalität der Geschichte bei. Die Kameratechnik von Donald Peterman verdient besondere Erwähnung. Die atemberaubenden Surfaufnahmen und die dynamischen Action-Szenen sind nicht nur visuell beeindruckend, sondern tragen auch zur Atmosphäre und zum Adrenalinpegel des Films bei. Die Entscheidung, viele der Stunts, einschließlich der Fallschirmsprünge, von den Schauspielern selbst durchführen zu lassen, verleiht dem Film eine zusätzliche Authentizität und Intensität. Die Entstehungsgeschichte von Point Break ist ebenso faszinierend wie der Film selbst. Ursprünglich als Johnny Utah bekannt, durchlief das Drehbuch mehrere Änderungen, bevor es zur endgültigen Fassung kam. Interessanterweise war es James Cameron, Bigelows damaliger Ehemann, der bei der Entwicklung des Drehbuchs eine entscheidende Rolle spielte. Die Dreharbeiten fanden an verschiedenen ikonischen Orten an der Westküste der USA statt, was dem Film seine vielfältige und authentische Kulisse verleiht. Der Soundtrack des Films, mit Songs von Künstlern wie Rat und Ice-T, sowie der eindrucksvolle Score von Mark Isham ergänzen die visuelle Pracht und die emotionale Tiefe des Films perfekt. Die Musik trägt zur Atmosphäre bei und verstärkt die emotionalen Höhepunkte der Handlung. Bei seiner Erstveröffentlichung erhielt Point Break überwiegend positive Kritiken, besonders für die Chemie zwischen den Hauptdarstellern und die beeindruckenden Actionsequenzen. Roger Ebert lobte Bigelows Regie und die philosophischen Untertöne des Films. Mit der Zeit hat sich der Film einen Kultstatus erarbeitet, nicht zuletzt durch seine innovative Darstellung des Surferlebens und die einprägsamen Charaktere. Gefährliche Brandung, Point Break bleibt ein fesselnder Action-Thriller, der durch seine Mischung aus packender Action, tiefgründigen Charakteren und beeindruckender visueller Gestaltung besticht.
Für Fans des Genres und diejenigen, die den Film zum ersten Mal erleben möchten, bietet die Wiederveröffentlichung am 6. August 2024 eine großartige Gelegenheit, diesen Klassiker auf der großen Leinwand zu genießen. Tauche ein in die Welt der Surfer, spüre das Adrenalin und erlebe die zeitlose Spannung von Point Break erneut. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal, um keine weiteren Filmupdates zu verpassen. Liken und abonnieren nicht vergessen!